Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge und Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du, bekannte er und leugnete nicht, er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, was bist du dann, bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht, bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte.